So Leute, ich bin's wieder, euer Flustery, zurück bei Deponia. Und ich habe natürlich nachgeschaut, was ich tun muss, soll, darf, kann. Und da gehen wir nämlich jetzt auch mal hin. Wir gehen nämlich nochmal kurz zurück. Und schauen uns hier ein wenig um und drücken die Hebel einfach mal. Aha, eins aus, zwei an. Ich komme der Sache näher. Okay, wir probieren mal irgendwas. Wir probieren mal einiges. Schauen wir mal, was wir so können. 3 und 3? 6, oder? Was, wenn ich Quersummen bilde? Passt das jetzt? Einmal Zuckerwatte, bitte. Die Maschine hat wohl keine und keine auch. Achso, nicht wirklich, oder? So einfach kann es doch ausnahmsweise schon, Rufus. Oh, der Weihnachtsmann ist irgendwo. Einmal Zuckerwatte. Die Maschine hat und keine Ahnung. Okay, ich glaube, man. Okay, einen Stock hinein, da frisst man erstmal die Sardelle. Glaube ich. Maschine, mach mir hieraus eine neue Geschmacksrichtung. Ich hasse Geräte, die nur machen, wofür sie gebaut wurden. Ach, schade. Aber. Aha. Ellen am Spieß. Die gab es hier schon, als ich noch ein Kind war. Genau dieselben. Der Gourmet weiß, Sardellen werden besser, je länger sie liegen. Boah. Das sind Salmonellenvergiftungen und so. Oh. Da schüttelt's mich. Nur auf den Stock abgesehen. Ja, ekelhaft, aber ist egal. Was kriegen wir da raus? Geschmacklose Zuckerwatte, die esse ich selber. Ich will andere Zuckerwatte haben. Soweit ich weiß, weiß ich auch welche. Mal schauen. Ich komm schon noch drauf. Nee, warte mal. Es sind alles. Okay, warte mal. Es sind alles Brief. Ich muss binär denken. Ich muss binär. Okay. Das hier gab's schon mal. Schauen wir uns doch mal an. Was war ich jetzt so rausbekommen? Irgendwas mit. Also ich weiß, dass ich eine bestimmte Zuckerwatte hinbekommen muss. Aber wie ich die hinbekomme? Einmal Zucker. Na, Manu! Manu! Ich möchte jetzt. Oh, warte mal. Warte mal. Wait a moment. Was ist, wenn. Okay, doch nicht. Aber ich weiß, dass ich eigentlich bestimmte Zuckerwatte brauche: nämlich Phosphor-Zuckerwatte. Aber ich weiß gerade nicht, wie ich die hinbekomme. Ich muss binär denken. Diese Lampen, ich weiß. Okay. Das hier gab. Kriegen wir einen zweiten Hebel? Nein. Irgendeinen muss ich zweimal betätigen. Ich muss binär. Es sind alles Primzahlen. Ich muss binär denken. Bringt mir das gerade was? Da muss ich den nicht zweimal bewegen. Hä? Das hier gab's schon. Das hier gab. Ich probiere mal ein bisschen rum. Es sind alles. Ich hab gerade voll den Ohrwurm. Let it go. Let it go. Can hold it back anymore. Was wenn ich quick? Es sind alles Brief. Ich muss binär denken. Ja, aber in welchem Sinne?
Ich muss Es kann nicht sein, dass die Hebel da nichts zu bedeuten haben. Es kann einfach nicht sein. Sie haben aber was zu bedeuten. Ich komm schon noch drauf. Das hier gab's schon. Aber ich muss rumprobieren. Die Maschine und keiner. Ja, ja, Manu. Lass mich doch in Ruhe. Ich komm schon noch. Ich komm schon noch drauf. So schwer war das gar nicht beschrieben. Ich komm schon noch. Aber. Jetzt steht er auf Calzone. Ich bin ein Idiot. Jetzt steht er auf Phosphor. Oh, lecker. Okay, jetzt hab ich's. Jetzt. Ich bin ein Trottel. Ich hab ein bisschen falsch gedacht, aber egal. Naja, machen wir weiter. Gehen wir zur Eingangshalle. Gehen wir runter und schauen uns das Mosaik an. Eine Gruppe von Schrottkrabben beim Paarungstanz mit Cocktails, bunten Strohhalmen und Schnörkeln. Oder auch nicht. Ohne Licht kann man kaum was erkennen. Ach so, okay. Hier war der Raum. Ich hoffe, dass mein PC nicht wieder abstürzt, beziehungsweise das Spiel wieder abstürzt. Wäre irgendwie doof. So wie letztes Mal. Auf dem Mosaik sieht man winkende Menschen und ein Abschiedsfest mit Bratwürstchen und ganz viel weißem Konfetti. Ach nee, das ist mein Kreislauf. Wenn ich mich zu sehr anstrenge, ich brauche mehr Licht. Okay. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade gehört habt, aber irgendwo hier in meinem Haus hat es gerade gerumst. Ich habe keine Ahnung, was das war. OMG. Was haben wir denn hier unten? Mosaikstein. Keine Ahnung, was es bringt. Bringt das was? Der Stock passt in die Halterung, aber die Zuckerwatte müsste schon brennen oder so, um das Mosaik... Ich glaube, ich weiß gleich was. Die versteckte Mosaik. Schlamm und Staub. Mehr kann ich nicht Okay, mit der kann man nichts machen momentan. Was ist die Zuckerwatte? Ja, nimm die Zuckerwatte raus, du Idiot. Ja, natürlich. Ich nehme natürlich nicht die Zuckerwatte raus, sondern ich lasse einfach so. Aber jetzt probieren wir mal was. Hey, mein epischer Mönchschor ist zurück. Ich dachte, Yay. Ich hätte ihn im Kran gelassen. Was? Was? Wie, hä? Muss ich den verstehen? Oh, sorry. Ich muss gerade ein bisschen aufstoßen. Wie die Oberschicht den Planeten verlässt. Die Unterschicht bleibt zurück. Boah, sind die wütend. Sie beschimpfen die Verräter und recken ihnen Schnellanzünder und riesige Gabeln mit Bratwürstchen entgegen. Es war wohl Grilldonnerstag. Ach so. So ist das also. Können wir es einsetzen? Dieses Mosaik ist bereits... Manchmal löse ich diese Rätsel so schnell. Ach so, okay. Dann setzen wir hier mal die leuchtende Phosphor-Kacke-Zuckerwatte ein und schauen, was da passiert. Das Mosaik zeigt lauter kleine Männchen. Sie scheinen irgendwas zu bauen. Die schäbig gekleideten tragen riesige Stahlträger über eine steile Rampe nach oben. Die Schicken stehen daneben und designen modische Schnörkel. Hey, das ist die Aufstiegsstation. Der Aufbruch nach Elysium. Und ich bin dabei. Yay, cool. Falls ihr gerade irgendwen draußen singen hört, das ist meine Mutter, die meint, vor meinem Zimmer singen zu müssen. Mosaik ist manchmal... Finde ich sehr schön, dass sie unbedingt vor meinem Zimmer singt. Kann sie nicht woanders hingehen. Wenn, dann sing ich, ja. Das ist mein Let's Play, hier singe ich, niemand anders. Ich bin heute mal etwas ruhiger, weil ich halte mich mal ein bisschen zurück bei meinen Ausdrücken, bei meinen
Bei meinem, bevor ich jetzt rede. Zur Werke gehe, muss ich aber erstmal sauber machen. Hm? Habe ich das gerade wirklich? Okay, bevor ich hier mit ganz viel Elan rangehe und so. Lassen wir mal heute. Ich möchte heute ganz ruhig bleiben und gar nichts sagen. Nein, Spaß. Also ich bin heute etwas ruhiger, nicht dass ihr euch wundert. Einfach mal so. Kann man doch mal machen, oder nicht? Oder darf ich das etwa nicht? Darf man mich nicht einmal so ein bisschen so entspannen lassen? Das war's nicht. Das vielleicht. Nein. Nein. Ach, das hatte ich. Was könnte es denn sonst sein? Ja, das, was du davor hast, auf jeden Fall nicht. Verdammt, funktioniert denn hier gar nichts? Das war klar, dass das nicht geht. So, wo kann ich hier noch ran? Mann, ich habe gerade Ohren im Ohr. Ich kann nicht sehen, ob er voll ist. Und ich habe auch kein Streichholz, um den Grund auszuleuchten. Schade. Okay. Schade, schade. Putzschrank, yay. Und Putzschrank. Und nimm den Besen raus. Fischmob. Dankeschön. Und die Seife nehmen wir auch noch raus. Und haben wir noch was drin? Ich sehe das von hier aus nicht. Den Eimer nehmen wir auch mit. Was auch sonst. Und wir probieren mal was. Wir probieren mal hier den Öltank zu erleuchten. Stimmt, Zucker im Tank ist lustig. Aber dieser Fahrstuhl bringt mich vielleicht nach Elysium. Achso, schade. Okay, das klappt nicht. Ich werde mal eben putzen. Muss nicht erst was in den Eimer? Wasser oder so? Man sollte im... Oh, wo bekomme ich denn Wasser hierher? Das allein reicht, ich brauche auch Toni, oder? Ich brauche auch Toni, nein. Nein. Muss nicht erst was Wasser? Oh Gott, wo komme ich denn Wasser her? Wasser, Wasser, ich brauche Wasser. Wasser, Wasser, wo bekomme ich Wasser her? Wasser, Wasser, wo bekomme ich Wasser her? Ne, hier eher nicht. Hier bekomme ich nur sowas her. Wasser, Wasser, wo bekomme ich Wasser her? Lalalalala, lalalalala. Warum singe ich jetzt Pippi Langstrumpf und so ein Ding? Und so ein Ding, keine Ahnung. Na, 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 na. Ich habe Ohrwürmer-Mass und hab keine Ahnung, was jetzt sehen soll. Denn ich weiß doch gar nichts. Aber ich habe keine telekinetischen Kräfte. Warum habe ich jetzt den Modernohrwurm? Ich weiß auch nicht warum. Ich hätte vielleicht nicht vorher Musikvideo schauen sollen. Erst recht nicht von Morgi. Denn der Morgi, der ist großartig und hat so tolle Musik auf Lager. Es sind fast nur Kabel, aber auch einige schicke Sachen. Der Mock macht das wirklich toll, da muss man gar nicht streiten. Ich weiß nicht, was sagen soll. Und werde mit dem Geschmack die Seife machen. Wo bekomme ich Wasser her? Lalalalala. Ich weiß noch nicht, wo ich Wasser herbekomme. Was soll denn der Scheiß? Verdreckte Mosaikscheibe. Hier ist doch nichts, oder? Nein, hier ist nichts. Es tut mir leid, dass ich nicht so viel weiß, was ich heute sagen kann. Ist doch auch egal. Wer will meine Stimme schon hören? Ihr guckt das doch nur wegen dem Spielchen. Immer will meine Stimme hören, die klingt so schrecklich scheiße. Na, 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 na. Ich lüge nur herum. Natürlich ist meine Stimme wunderschön. Hier ist nichts Neues im Holen, dann weiß ich auch nicht wohin. Wo bekomme ich Wasser her? Na, 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 na. Gibt es in der Maschine etwa Wasser oder was? Ich weiß es nicht. Wenn nicht, schaue ich das nach diesem Partner. Wasser, Wasser. Jetzt steht er auf. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich probier mal was.
Niemals. Die Schneise der Verwüstung hinter mir ist mein Geschenk an die Nachwelt. Wie sollen die Historiker sonst meine Taten rekonstruieren? Schade, das klappt nicht so ganz. Na gut, dann schaue ich das bis zum nächsten Part nach. Ich hoffe, dieser Part hat euch trotzdem gefallen, auch wenn ich nicht so viel erzählt habe, beziehungsweise mehr euch die Ohren voll gesungen habe. Aber wir sehen uns beim nächsten Mal. Schizikowski, euer Flass TV.